Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, der Monat März ist fast vorüber und ich habe alle Neuzugänge katalogisiert und festgestellt, es sind 24 Neuzugänge im März und daher seht ihr jetzt auch schon, dass es sich hierbei um Teil 1 handelt, denn ich werde die Neuzugänge wieder in zwei Teile teilen. Ja, macht das Sinn? Ja. Einfach um wirklich zu jedem Buch auch ein bisschen was zu erzählen, warum ich es mir gekauft habe, warum ich es vom Verlag angefragt habe, wie es irgendwie dazu kam, dass es in meine Hände kam. Und ich denke, sonst müsste man hier so durchrennen und das möchte ich ungern. Ich bin ja doch eher auch der Mensch, der gerne darüber spricht, über Bücher und die Geschichten. Und deswegen teilen wir das auf. Ihr seht also heute Teil 1, die ersten 12 Neuzugänge aus März und in der nächsten Woche dann den zweiten Teil. Und ich denke, wir starten einfach mal. Es sind also 24 Bücher, davon sind es 17 echte Bücher, 6 E-Books und ein Hörbuch. Und wer sich jetzt vielleicht schon zu Beginn fragt, wieso nur ein Hörbuch? Du hast doch die ganze Clifton-Saga gehört. Da das Leihgaben waren, zählen die natürlich nicht zu meinen Neuzugängen. Und deswegen tauchen die hier nicht auf. Deswegen ist es ein Hörbuch, was eben was anderes ist als die Clifton-Saga. Dazu aber denke ich später. Bei einem der Clifton-Bände mehr. Ja, gestartet hat der Monat mit Frostblood von Ellie Blake. Das ist der erste Teil der Frost and Fire Saga, Reihe, Trilogie, glaube ich, wird es. Das habe ich mir auf Englisch geholt, denn dort gab es den ersten Teil zum Schnäppchenpreis, ich glaube von 1,99 und da hat mich die liebe Paddy angefixt, die total von diesem Büchlein geschwärmt hat. Sie hat das deutsche Buch gelesen und mein Gedanke war, Mensch, du hast schon ewig nichts mehr auf Englisch gelesen. Vielleicht wird es einfach Zeit. Zudem gibt es von der Reihe eben auch, glaube ich, schon den zweiten Teil im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob es den dritten auch schon gab. Soweit hatte ich gar nicht geguckt. Wie ihr seht, musste da einfach der erste Teil bei mir als E-Book einziehen. Und ich freue mich, das jetzt auch demnächst zu lesen. Man braucht für ein englisches Buch, also ich zumindest, schon ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Konzentration. Und das war jetzt einfach so im März nicht gegeben. Daher habe ich es noch nicht gelesen. Dann ist bei mir das erste echte Buch eingezogen, das ich bei Lovely Books gewonnen habe. Und zwar mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard. Und das war ein absolutes Cover-Anfixen, dieser niedliche Hund. Ja, unsere Gobi hat mich total angesprochen und ich war auch total erfreut, dass es dazu eine Leserunde gab auf Lovely Books. Man sozusagen sich da auch ein bisschen austauschen konnte. Und hier geht es eben um Dion Leonard, der Schreiber des Buches. Er erzählt eben seine Geschichte als Extremmarathonläufer, wie er eben die kleine Hündin Gobi in der Gobi-Wüste gefunden hat und Extremlaufen für ihn bedeutet, was dieses Leben bedeutet und eben auch so ein bisschen die Geschichte, wie die kleine Gobi sozusagen in sein Leben gefunden hat. Und das hatte mich schon im Vorfeld super angesprochen, hatte ich auch schon auf dem Schirm, dass das im März erscheint und habe mich dann umso mehr gefreut, als ich es dann auch in der Lovely Books Leserunde gewonnen und natürlich dort gelesen habe. Wirklich ein herausragendes Buch, eine wunderbare Geschichte über Tierliebe und Menschlichkeit und das hat mir wirklich großen Spaß gebracht und kann ich auch, ohne dass es ein Monatsrückblick ist, absolut empfehlen. Das nächste Buch habe ich mir gebraucht gekauft, ich glaube bei Medimops, ja jetzt kommen einige Medimops Bücher, da hatte ich euch glaube ich auch das Unpacking schon gezeigt, daher jetzt nur kurz und zwar Der Teufel von New York von Lindsay Fay. Habe ich mir gebraucht gekauft für um die 3 Euro, ist das Leseclub-Buch aus dem Monat März und war ein historischer Roman, denn er spielt 1845. Ich stecke auch noch mittendrin im Lesen und hier geht es eben um den Ursprung der New Yorker Polizei, wie die gegründet wurde, warum, was unser Protagonist Timothy so erlebt und als er dann eben ein blutbesudeltes Mädchen findet und daraufhin auch eine andere Menge an toten Kindern, diesen Fall versorgen,
erfahren wir hier im Grunde und werden hier wirklich mit ganz vielen historischen Fakten versorgt und mit sehr viel Gräueltaten, brutalem, düsteren, und wer Jack the Ripper mag, wird auch mit dem Teufel von New York seinen Spaß haben, denn es ist schon ein ähnliches Grundfeeling. Es erinnert mich manchmal auch an Gangs of New York und sehr gemein sind tatsächlich meine selbstgemachten Cliffhanger, die wirklich diese Leseabschnitte, die wirklich an ganz gemeinen Stellen enden. Ließ sich leider nicht vermeiden, aber ja, bisher auch wirklich ein sehr, sehr gelungenes Buch. Dann geht es weiter mit Unsterblich von Jens Lubade, ebenfalls bei Mediumops gekauft. Die liebe Chrissy von Chrissys kleine Welt hat über den neuen Roman von Jens Lubade geschwärmt, Neandertal. Und ich hatte überlegt, mir diesen zu besorgen, dachte aber dann, Mensch, eigentlich steht auch Unsterblich schon lange auf deiner Wunschliste. Und vielleicht magst du... Also ich rede, wenn ich mit mir selbst spreche, natürlich dann mich auch mit du an. Möchte ich nicht im Grunde, jetzt haben wir uns eingewirrt. Vielleicht möchte ich nicht einfach mit dem Buch anfangen, mit der Geschichte von ihm auch anfangen, mit der er begonnen hat, und habe mir dieses Unsterblich geholt. Und es geht eben hier um eine Zukunft, die nur einen Klick entfernt ist, denn es gibt eben Virtual Reality Implantate und da kann man dann eben als perfekte Kopie von sich weiterleben. Und wie man hier schon sehen kann, sehen wir Marlene Dietrich und noch irgendwem anderen werden wir hier über den Weg laufen. Und ich bin einfach mega, mega gespannt. Ich mag so Dystopien, die mit Utopien anfangen und irgendwie gruselig werden und sich mit dem ewigen Leben beschäftigen. Und bin hier einfach gespannt auch auf den Schreibstil von Jens Lubade. Ein Buch, das immer wieder mir empfohlen wird von Freunden, ist das Café am Rande der Welt von Strzelecki. Von John Strzelecki. Und das ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und wie man sieht, es ist wirklich sehr, sehr dünn. Es wurde mir auch unter Mediumops-Video immer mal gesagt, dass man das mehrmals lesen kann, muss, sollte, um wirklich so alles daraus herauszuholen, was es gibt. Und hier geht es eben darum, dass ein Mensch, der ja einen großen Job hat, viel zu tun hat und eines Tages dann eben an der Meeresküste von Hawaii sitzt und eben seine Einstellung zum Leben verändert. Und ich glaube, dass mir das Buch auch sehr, sehr gut tut. Hatte es jetzt vor, in der Urlaubswoche zu lesen. Vielleicht bekomme ich es noch unter. Und nachdem es so dünn ist, denke ich, sollte das kein Problem sein. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Buch, das auch in 20 Sprachen bereits übersetzt wurde. Und auch mit schönen Grafiken innen drin sozusagen. Ja, das war natürlich das Buchcover. Mit Grafiken innen drin sozusagen aufweist, und ich freue mich da einfach sehr, das dann auch zu entdecken. Und wer weiß, was da so ein bisschen passiert. Dann habe ich mir von Markus Sakai die Abnormen gekauft. Der Thriller spricht mich schon eine ganze, ganze Weile an und war schon lange auf meiner Wunschliste gestanden. Und es gibt, glaube ich, jetzt demnächst oder gibt es schon ein neues Buch von Markus Sakai. Und da musste jetzt auch einfach die Abnormen her. Denn hier geht es um einen Geburtsfehler, wenn ich mich nicht recht erinnere. Dass man außergewöhnliche Fähigkeiten hat und 1% der Neugeborenen kommt eben abnorm zur Welt, also mit dieser Gabe. Und da passt wohl sowas nicht so richtig in das Weltbild. Und ich bin sehr gespannt. Also es klingt jetzt so, wie ich es erzähle, wahrscheinlich sehr unspektakulär. Aber auch hier haben wir so ein bisschen wahrscheinlich so eine Utopie. Eben die Begabten, die mit der besonderen Gabe, die eben besonders sind. Und aber gleichzeitig dann von der Gesellschaft als abnorme betrachtet wird. Und immer wenn... eine der Menschengruppen auf einmal vielleicht eine Gefahr für den Rest bedeutet, der die Mehrheit hat, kann man sich vorstellen, dass da irgendwas vor sich geht. Ist, glaube ich, auch eine Trilogie, wenn ich mich nicht so richtig erinnern sollte. Oder eine Dilogie. Also ich weiß zumindest, dass es noch ein zweites Buch gibt. Ich glaube, auch ein drittes Buch habe ich auch günstig bei Mediumops mir kaufen können. Und bin ich auch sehr, sehr gespannt drüber. Und dann kommen wir zu Rebuy-Bestellung. Wobei ich glaube, sogar Markus Sakai war noch Rebuy. Und zwar Sieben Schön von Judith Winter. Ein Krimi-Roman, der Auftakt der Emilia Capelli um Mai zu Reihe. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Jetzt wird man sich fragen, dass ich ja tatsächlich eigentlich kaum Krimis lese. Dennoch wurde mir diese Reihe sehr, sehr ans Herz gelegt, weil sie eben nicht klassischer Krimi ist, sondern wohl auch so ein bisschen einen Thriller-Moment drin hat. Und ich das einfach mega spannend fand, dass man hier eben zwei brillante junge Ermittlerinnen haben und vier bizarr inszenierte Leichen.
und eine mathematische Formel den Takt des Todes vorgibt. Es klingt mega, mega spannend und ich möchte mich einfach mal an diesem Krimi versuchen, in der Hoffnung, dass er mir gefallen wird, weil dann gibt es, glaube ich, auch schon ein paar Bücher von den beiden Ermittlerinnen. Ich fand auch das Cover tatsächlich ganz ansprechend, auch wenn ich jetzt nicht der große Fan bin von Tieren mit Blut auf dem Cover. Also ich hoffe, das bleibt bei einem Schmetterling. Mehr finde ich schon gar nicht ertragbar. Ich überlege gerade, hat ein Schmetterling Blut? Ich weiß es gerade nicht, aber ja, auf das freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr. Und dann ist ja ein Dan Simmons bei mir eingezogen, Helix, ja ebenfalls bei Rebuy. Ich hatte ja keinen Dan Simmons mehr auf dem Sub, hatte mir dann die Göttin der Nacht, nein, irgendeines dieser Bücher, Göttin des Blutes, ich weiß es gerade nicht, ich glaube schon im Februar besorgt und das lesen wir auch im April. Also schaut einfach mal in die Infobox, wenn ihr einen Dan Simmons mitlesen wollt. Da findet ihr die Dan Simmons Lesegruppe. Und ich denke auch, dass eines der nächsten Bücher dann vielleicht Helix sein wird. Das ist, glaube ich, ein Kurzgeschichtenroman, wo fünf Erzählungen darin sind. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt und sehr neugierig. Ist auch eine Geschichte über den K2 drin. Ich fand ja auch den Berg wirklich großartig, wo es um den Mount Everest geht. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er ja vielleicht tatsächlich dieses Feeling so ein bisschen wieder aufleben lässt. Und ja, bin ich mega gespannt und ich bin einfach ein Dan Simmons-Fan. Trotz zweier Flops, die ich hier abgebrochen habe, bleibe ich bei dem Autor dran, weil der kann einfach tatsächlich Geschichten erzählen. Das finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Geht auch tatsächlich für mich so vom Erzählstil doch sehr auch in der Stephen King-Richtung, der eben auch seine volle Vielfalt auf vielen Seiten im Grunde erst rüberbringen kann. Und so ist das bei Dan Simmons eben auch. Dann ist bei mir auch gebraucht eingezogen Spiel der Zeit, der erste Teil der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Und ich spreche ja in den letzten Wochen von nichts anderem. Den ersten und zweiten Teil habe ich im Februar gehört, alle anderen Teile jetzt bis Teil 7 im März. Und ich bin einfach im Bann dieser Reihe und dazu wird es auf jeden Fall auch noch ein Video von mir geben. Den ersten Teil habe ich günstig, ich glaube für 2 Euro, 2,50 Euro bei Rebuy entdeckt und dachte mir, da das so eine geile Reihe ist, möchte ich die auch im Regal stehen haben. Ich werde sie wohl nie lesen. Ich glaube, ich werde immer aufs Hörbuch zurückgreifen und das ist für mich durchaus eine Geschichte, die man sich 2-3 Mal in seinem Leben anhören kann oder eben auch mal lesen kann. Ich habe tatsächlich dieses Buch mir auch einfach als Buch geholt, weil ich so vielen Leuten jetzt vorgeschwärmt habe und darunter eben auch 2-3 ganz liebe Menschen sind, wo ich mir eben vorstellen könnte, das Buch auch zu verleihen. Und da ist es natürlich einfach, das Buch zu verleihen als ein Hörbuch, denn nicht jeder hört Hörbücher und manche liest eben einfach auch gerne selbst. Und ja, ich habe auch vor, mir die Reihe, denke ich, nach und nach einfach komplett zu holen und ins Regal zu stellen. Nicht, weil sie unbedingt die schönste Reihe vom Buchrücken zumindest ist. Die Cover finde ich immer sehr, sehr gelungen von der Clifton-Saga, aber einfach, weil es so Herzensbücher geworden sind und ich jetzt ja, die dann eben auch einfach im Regal haben möchte. Und ja, und die CDs, beziehungsweise habe ich die ja nur geliehen bekommen, die gehen natürlich wieder zurück. Dementsprechend brauche ich ja irgendwas, woran ich mich erinnern kann, an diese geile Reihe. Und ja, das wird dann eben das Büchlein sein. Ja, es folgt auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch ein Video dazu, einem Band von Buchreihen-Video. Vielleicht sogar schon in der nächsten Woche, mal sehen, wie ich zum Drehen komme. Aber das habe ich auf jeden Fall noch vor. Und dann ist ein Bullet Journal Buch bei mir eingezogen von Jasmin Ahrensmeier, ebenfalls eine YouTuberin, gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode. Ein Buch, das ich auch schon gelesen habe im März und das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nicht nur die Tipps und Tricks und Anfängerideen für ein Bullet Journal, wenn man eben gerade anfängt damit, sondern auch wirklich mit wie vielen lieben Details die Fotos gemacht wurden, wie auch die Grafiken gezeigt wurden, wie die Tracker gemalt wurden, die Monatsübersichten, all das. Das hat Jasmin wirklich großartig gemacht und für Anfänger, die jetzt mit Bullet Journaling anfangen wollen, ist dieses Buch also wirklich perfekt. Es ja, ist wirklich etwas, das einen zum Denken anregt, darüber nachdenkt, warum man Tracker vielleicht überhaupt machen sollte, was man tracken kann, für was es wichtig ist,
worüber man sich auch im Klaren sein muss, wenn man mit Bullet Journal anfängt. Und ich habe zwar durch dieses Buch wieder ein bisschen gemerkt, ich bin tatsächlich nicht der richtige Bullet Journal-Nutzer, weil ich eben keiner bin mit tausend To-Do-Listen oder Tracker. Ich bin halt eben wirklich einfach der Macher. Und ich mein Buch jetzt in eine andere Richtung bringen werde, wo ich aber auch so den ein oder anderen Tipp darin gefunden habe. Aber ich denke dazu mal extra was in dem Video. Kann ich absolut empfehlen und war auch wirklich von den Bildern her, also ich fand es wirklich großartig, wie viel Liebe und Mühe sie sich wirklich auch bei den Bildern innerhalb gegeben hat, wie viele Beispiele sie uns zeigt und wie liebevoll. Also ich finde das wirklich wunderschön und ich mochte auch den Schreibstil wirklich gerne von Jasmin. Und sie hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo sie manchen Tipp ja schon gegeben hat oder auch immer wieder uns ihr Journal zeigt und wie viel Mühe sie sich da reingibt und ja, wirklich großartig. Dann ist als Hörbuch bei mir eingezogen das neue Buch von Andy Weir, das ist Artemis, und zwar ist das gelesen von Gabriele Petermann, die mir tatsächlich jetzt noch nicht allzu viel gesagt hat. Ich bin schon mal froh, dass es kein David Nathan war, der das Buch liest, weil da habe ich immer noch so eine kleine Sperre. Andy Weir ist ja der Autor von Der Martianer, ein Buch, das ich absolut gefeiert habe, ein Film, den ich großartig fand. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie Artemis sein wird. Ich habe schon unterschiedlichste Stimmen gehört und bin jetzt eben auch sehr gespannt, wie mir das Hörbuch gefallen wird. Es ist leider eine gekürzte Lesung, was ich ja nicht wahrgenommen habe. Ja, in Überlegung hatte es eben anzuhören und hat eine Spielzeit von 9 Stunden und 10 Minuten. Ich bin dennoch gespannt, ob mir Artemis gefallen wird. Vielleicht ist ja die ein oder andere Länge aus der gekürzten Version auch einfach raus. Man weiß es ja tatsächlich nicht. Da möchte ich dann einfach mal gucken, bin aber sehr gespannt. Es landet jetzt demnächst schon auf meinem Handy und wird dann auch mit dieser coolen App, die ich entdeckt habe, dank der lieben Cloud, ja auch demnächst auf jeden Fall gehört. Und das letzte Buch, das zwölfte Buch des ersten Teils, ist dann Palace of Glass, die Wächterin von C.E. Bernard, eine Autorin, die ja im Grunde die ganze Trilogie jetzt innerhalb von einem halben Jahr sozusagen herausbringt und ich den ersten Teil auch schon verschlungen habe. Und es war wirklich eine grandiose Jugendbuch-Dystopie High-Fantasy-Welt, die mich sehr gepackt hat, sehr begeistert hat, wunderbare Charaktere hat, ein High-Fantasy-Bild zeichnet, das ich wirklich sehr, sehr gelungen fand und jetzt auch sehr, sehr gespannt bin, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Besonders interessiert hatte mich natürlich die Thematik, dass eben ja Berührungen in dieser Welt verboten sind, weil es eben ja im Grunde gewisse Menschen gibt, die eine Gabe haben und eben Gedanken verändern können und diese auch lesen können und man sich deswegen im Grunde nicht mehr anfassen darf. Und es kommt natürlich alles anders, als es ja die Vorgabe sozusagen der Gesellschaft möchte. Und wir begleiten hier eben eine junge Begabte an den Königshof, die eben ja den Königssohn bewachen und beschützen soll und dass das vielleicht so zum einen oder anderen Problem führt. Das ahnte ich schon, hatte aber tatsächlich so ganz an diese Probleme gedacht, die darin auftauchten. Es hatte so eine große Schwäche für mich, einfach einen Wendepunkt, der mir nicht gefallen hat. Ansonsten war es auch wirklich im März ein kleines Highlight und ich freue mich schon auf die nächsten Teile. Und die nächsten Teile erscheinen jetzt, glaube ich, auch schon im Mai und Juli oder Juni, August, irgendwie so, also in sehr kurzen Zeitsprüngen, was ich persönlich sehr, sehr großartig finde, dass man einfach nicht zu lange auf ja, Reihen warten muss und ja, der dann auch weiter ja wirklich auch konzentriert und so in der Geschichte auf jeden Fall auch folgen kann. Und das waren sie nun schon, die 12 Bücher von den ersten Neuzugängen aus dem März. Vielleicht kennt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch, habt es vielleicht sogar auch auf dem Sub oder schon gelesen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auch, welches eurer Neuzugänge euch am meisten erfreut und ihr euch da natürlich dann auch aufs Lesen freut. Da würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar von euch freuen und hoffe, der erste Teil hat euch gefallen, meiner Neuzugänge. Es ist ja doch so ein bisschen gefühlt von allem irgendwie was dabei. Vielleicht kennt ihr ja auch schon das ein andere Buch. Wie gesagt, da freue ich mich wirklich sehr über Kommentare. Der zweite Teil folgt in der nächsten Woche. Sollte der zweite Teil schon online sein, während ihr dieses Video seht, guckt in die Infobox, dann verlinke ich es natürlich auch, was natürlich erst klappt, wenn es dann auch hochgeladen ist. Ansonsten seht ihr es auf jeden Fall in der kommenden Woche und ich danke euch jetzt einfach fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.